Also, die erste und wichtigste Eigenschaft, die ein guter Vater haben muss, ist Gelassenheit. Man muss Kinder nehmen, wie sie kommen. Was uns zu Punkt 2 führt, man muss seine Erwartungen herunterschrauben. Man wünscht sich ja sonst irgendwas für die Kinder. Sie sollen Jura studieren oder Arzt werden oder irgendwas mit Medien machen oder so. Nein, lass sie machen, was sie wollen. Übe keinen Druck aus. Gib ihnen eine gewisse Hilfestellung. Das ist Punkt 3. Hilfestellung geben. Da sein, wenn es nötig ist. Und wegbleiben, wenn es nicht nötig ist. Wenn sie loslassen. Ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob das schon Punkt 4 ist. Man muss sie gehen lassen können. Ganz, ganz wichtig. Können viele Väter heutzutage auch nicht mehr. Ich glaube, in meiner Generation war das noch anders. Also ich meine, mein Vater war überhaupt nicht da. Der konnte mich sehr früh, sehr weit gehen lassen. Aber auch die Väter meiner Freunde und Freundinnen irgendwie, die waren da lockerer. Wir Väter, neue Generation, wir tun uns irrsinnig schwer damit. War auch mein großes Problem mit dem Loslassen. Jetzt geht's. Punkt 5 und vielleicht doch auch genauso wichtig wie Punkt 1 mit der Gelassenheit ist Humor. Du kannst Kinder sowieso nur ertragen, wenn du selber über den Dingen stehst und über dich selber lachen kannst und über die Göhren lachen kannst. Sonst wird das alles nichts.